Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Madonna von der schönen Hedel. Ja, und der eine oder andere interessiert sich sicherlich dafür, wie bin ich denn überhaupt zu dem gekommen, was ich heute mache und wer ich überhaupt bin und was ich beruflich mache. Ja, herzlich willkommen hier auf der schönen Hedel, auf meinem Portal für die Frau und natürlich auch meine Dings für den Mann. Und ich erzähle euch heute die Geschichte, warum eigentlich Kleidung so wichtig ist und warum Kleider Leute machen. Und warum ich diesen ganzen Quatsch von Farb- und Stilberatung am Anfang einfach total blöd und blöd fand. Vor vielen, vielen Jahren bin ich von einer Freundin von mir eingeladen gewesen und die hat gesagt, du, da kommt da so eine Frau, die macht Farb- und Stilberatung. Ne? Und ich habe dann gleich zu ihr gesagt, so ein Quatsch brauche ich doch nicht. Was soll ich denn mit der Farbberatung und mit einer Stilberatung? Ich kenne meinen Stil, ich kenne meine Farbe. Und ich weiß, viele, viele von euch denken das auch. Sie haben ihren Stil und sie kennen auch ihre Farben. Ja, und das dachte ich auch. Und so ging ich hochmotiviert, natürlich stolz wie Oscar, mit meinem Pink und Pullover zur Farb- und Stilberatung. Hatte mich perfekt geschminkt und ich glaubte auch damals, dass ich das könnte. So, und als die mich dann ansah, wir waren so eine ganze Corona-Frau mit 14 Mädels, die da ganz gespannt waren, was die uns zu erzählen hatte. Und als ich reinkam, hat sie zu mir gleich gesagt, und den komischen Kram, den sie da oben auf die Augen geschminkt haben, da können sie gleich da hinten in der Ecke abputzen und wegwischen, ne? Das ist ja gruselig. Und da war ich natürlich, so wie die Frauen das heute auch sind, total beleidigt und total bekehrt. Ich habe gedacht, das wäre die blöde olle Kuh von dir überhaupt, weil ich fand mich ja schön. Und jeder, wenn er etwas kauft, findet sich im ersten Moment ja schön. Naja, nur hatte ich der Dinge, sie hat die ganzen Frauen da beraten und ich dachte für mich komisch, keine einzige Frau sagt, das sind meine Farben und die gefallen mir. Sie waren alle ein anderer Farbtyp. Ich habe dann mitbekommen, es gibt den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Wintertyp. Und als ich mir das so über Stunden angeguckt habe, war mir natürlich sonnenklar, ich bin der Wintertyp. Meine Farben waren den Wintertyp und die gefielen mir, die Farben, die fand ich ganz toll. Und rot und schwarz und weiß und das waren hellblau und rosa und pink und alles meine Farben, die ich unheimlich gern mochte und auch ausschließlich trug. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, ich kam an die Reihe. Und dann hat sie mir so meine Tücher umgelegt und hat mir dann meine Farben umgelegt. Und bei der Winterfarbe habe ich gesagt, boah, super, das gefällt mir. Und die Frauen, die hinter mir standen und zugeschaut haben, haben immer gesagt, oh nee, du siehst ganz schrecklich aus und bist ganz blass und die Farbe ist viel zu laut für dich. Und ich war immer enttäuschter und enttäuschter und enttäuschter und enttäuschter. Ich denke, mein Gott, die irren sich doch bestimmt alle. Ja, und so war ich natürlich kein Wintertyp, sondern die machte einen Frühlingstyp aus mir. Aber ihr könnt euch mich gar nicht vorstellen, ich war total burschikose, sportliche Frau. Ich hatte Streichholz kurze Haare, war immer ganz burschikos angezogen, mehr Junge als Mädchen. Und dann hatte mir noch irgendwas von meinem Vater, von meiner Stilrichtung erzählt, weiblich und feminin. Da habe ich gedacht, jetzt ist die ganz durchgeknallt, jetzt hat sie es. Ne? Und ging dann nach Hause, war total enttäuscht mit meinem Farbenpass, war total enttäuscht mit meinem Frühlingstyp und habe gesagt, nee, wie furchtbar. Dann hat sie mir gesagt, wir sollen den Kleiderschrank aufmachen, wir sollen all die Farben mal rausholen, die am schlimmsten bei mir sind. Also in meinem Farbtyp sind die schlimmsten Farben schwarz, weiß, bordeaux, pink, rosa. Ja, und ich habe natürlich meinen schönen Kleiderschrank aufgemacht. Ich war ja schon immer Kleiderjunkie. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass 99,99999% schwarz, weiß, pink, rosa, hellblau waren. Also nicht eine einzige Farbe aus meiner Farbkarte. Und so war ich erstmal alleine mit meinen Farben, war total enttäuscht und habe gedacht, so Quatsch, schmeiße ich sofort in die Ecke. Und trotzdem hat es mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich konnte sehr gut nähen und ich konnte auch sehr gut stricken und habe gedacht, naja, ich kaufe mir mal ein Stückchen Stoff, ne, und nähe mir mal so ein schönes Sweatshirt in Aprikot. Und Aprikot war so eine Farbe, wo ich gedacht habe, boah, ich krieg schon Gänsehaut. Hatte das schön mit Applikationen bestickt und bin dann, habe das angezogen, bin bei uns in der Stadt gewesen und plötzlich habe ich festgestellt, dass überhaupt gar kein Mensch mich mehr grüßt. Die Leute kannten mich überhaupt gar nicht mehr. Ich dachte, merkwürdig, komisch. Und dann, als ich wieder nach Hause kam, kam meine Nachbarin von gegenüber. Und die war über 80. Und ich dachte, die ist ja bestimmt schon halb blind. Ja, die ist dann auf mich zugekommen, als ich die Blumen gegossen habe. Und hat gesagt, hören Sie mal, Frau Sönk, seit Sie diese schöne Farbe tragen, da habe ich Sie schon mal mitgesehen, da sehen Sie ganz toll aus. Die steht Ihnen mal gut. Und seit Sie da so was anderes auf den Augen haben, wie gesagt, ich dachte, die sieht nicht richtig, ne? Sehen Sie immer ganz toll. Ich gehe immer am Küchenfenster und schauen, wenn Sie draußen sind. Das finde ich so schön an Ihnen. Und da fing ich so ganz langsam an und habe gedacht, irgendwas muss doch da dran sein.
Und wenn mich dann Leute dann doch an der Stadt, wo ich gesagt habe, hallo, hier ist der Durga. Und die, was ist denn dir? Wie siehst du aus? Du hast ja ganz dein Typ verändert. Das sieht ja mal gut aus. Und so kam das so nach und nach mit den ersten 3, 4, 5 Teilen, die ich mir dann selbst genäht habe, weil ich sehr skeptisch war und sehr zurückhaltend war. Weil ich dachte, naja, wenn du ein bisschen Geld in den Sand setzt, ist das ja nie so schlimm. Und das ging eigentlich immer weiter so, sodass ich hinterher meinen ersten Coach traf. Ich bin dann ins Business, ich war viele Jahre Hausfrau und Mutter und wollte natürlich einfach auch Karriere machen und wollte einfach auch mal Geld verdienen. Und Geld verdienen fängt bei mir nicht mit 2000 Euro an, sondern Geld verdienen heißt für mich Geld verdienen. Na, auch als Frau wollte ich einfach Geld verdienen. Und diese Karriere zu machen, ne, mit meinem Kleiderschrank, habe ich sehr schnell erkannt, das funktioniert nicht. So, und dann bin ich zu meinem ersten Coach gekommen und da ging es nur um das Thema Kleider, anziehen, wie sehe ich aus fürs Business, wer will ich sein, wie möchte ich aussehen, wie möchte ich wirken. Weil wir müssen wissen, wir wirken immer, egal was wir machen. Das Gegenüber sieht uns, das Gegenüber taxiert uns ab und in 3 Sekunden weiß das Gegenüber ganz genau in seinem Unterbewusstsein, mit wem hast du tun. Und da hilft mir natürlich ganz einfach diese ganzen Farben, weil ich dann einfach meine Ausstrahlung habe, dann habe ich meine Persönlichkeit, dann habe ich mein Selbstwertgefühl, ich habe natürlich einfach auch mein Selbstbewusstsein, ist natürlich ein anderer, als wenn ich da halt eben wie so ein halbes Bauerntrampel halt eben irgendwo hingehe und glaube, meinem Gegenüber etwas verkaufen zu können. Und damals hat meine erste Coaching gesagt, Kleider machen Leute und für den ersten Eindruck kriegst du keine zweite Chance. Und wenn ihr Geld verdienen wollt, meine Damen, hat sie gesagt, dann müsst ihr nach draußen gehen und müsst euch mindestens mal 12 Teile kaufen und dann geht ihr auf die Menschheit los. Ich weiß, das ist unheimlich schwierig, weil Frauen haben für alles Geld, nur nie für sich selber. Sie geben für alles mögliche Geld, das für die Familie, für die Kinder, für das Haus, für den Garten und sie selber sind immer zuletzt dran und bekommen das letzte kleine Fümmelchen für 30, 40 oder 50 Euro. Bin aber dann ihrem Rat gefolgt. Sie hat uns damals gesagt, jetzt müsst ihr überlegen, das ist mehr als 30 Jahre her. Sie hat gesagt, ihr kauft kein einziges Paar Schuhe unter 400 D-Mark damals. Ja, das war ein halbes Vermögen. Sie hat gesagt, ihr kauft euch ein Kostüm und zum Kostüm oder Hosenanzug kauft ihr euch 3 Oberteile. Das war für uns, ja, das kannten wir alles überhaupt gar nicht. Ja, wer geht schon in Geschäft und sagt, ich kaufe mir einen Hosenanzug, ein Kostüm mit 3 Blusen oder Oberteilen dazu. Es war schon echt eine Herausforderung. Aber ich habe es dann gemacht. Ich habe wirklich in den sauren Apfel gebissen. Ich bin auch nach Hause gekommen und habe zu meinem Mann gesagt, ich muss jetzt mir was zum Anziehen kaufen. Und dann kommt das, wie das bei euch allen auch kommt, das große Zeter, Morio und Gezeter vom Ehemann. Der ganze Schrank ist voll. Du hast Klamotten, die Sand an mir. Du brauchst mir schon wieder neue Klamotten. Aber trotzdem habe ich mich dann durchgesetzt. Ich wollte dann nach und nach meine Buchschiffhose-Stil ablegen, weil ich bin nämlich gar keine sportliche Frau. Von 100 Frauen, die ich heutzutage frage, welche Stilrichtung sie haben, sollen 99, mindestens 99, ich bin sportlicher Typ. Nein, sind sie nicht, ich war auch kein sportlicher Typ, sondern ich bin eher der weiblich-feminine Typ. Mir stehen halt eben einfach, als sehr viel Natur auf dem Kopf hat, mir stehen auch die Haare besser, wenn sie ein bisschen länger sind. Meine Schmuckfarbe, ich hatte alles in Silber und Weißgold, steht mir auch überhaupt gar nicht. Habe dann nach und nach mal festgestellt, aha, dass mir Gold auch viel besser steht, ne, weil sie dann gesagt hat, okay, das Gesamtbild muss stimmen. Ne, von der Haare über das Outfit, über den Schmuck, über das Auto, über deine Handtasche verkaufst du dich. Und genau damit hat sie recht und das ist bis heute eigentlich so geblieben, ne, dass ich immer wieder den Frauen sagen muss und auch den Männern sagen kann, na, dass sie einfach, wenn sie ins Business gehen, 12 gute Teile brauchen, um die zu kombinieren. Und die kosten natürlich einfach im Start ein paar Euro. Das ist ganz klar, da führt auch kein Weg dran vorbei. Das kann ich mir auch nicht aus den billigsten Modelabels zusammen kaufen. Das funktioniert nicht, sondern es ist immer einfach, man hat eine Firma und da kaufe ich die Sachen und dann kann ich sie alle mit der Zeit kombinieren. Dann passt meine Handtasche zu all meinen Sachen, dann passen meine Schuhe zu all meinen Sachen. Und es ist viel einfacher, in 1 oder 2 Labels einzukaufen, als wie die Frauen heutzutage, die in 10 oder 15 verschiedene Labels einkaufen. Ja, und so habe ich natürlich dann das zu meiner Leidenschaft gemacht, weil ich wusste, mir ging es so. Und dann wusste ich, dass es 100.000 andere Frauen genauso geht wie mir auch. Und dann habe ich den Beruf der Farb-und-Stilberaterin gewählt, bin dann zur Ausbildung gegangen und habe gesagt, das habe ich nicht mehr losgelassen und mache jetzt seit dieser über 30 Jahren ist meine Leidenschaft und meine totale Herzensangelegenheit, Menschen für ihren Job, den sie haben, Mut anzuziehen, Mut zu kleiden. Und wenn sie aus meinem Geschäft rausgehen, was ich auch seit über 30 Jahren betreibe, ist es einfach mega schön, wenn die Frauen sagen, ich bin total glücklich, dass ich endlich mal was
was für mich gegeben habe, für mich was ausgegeben habe und jetzt einfach auch das Business perfekt aussieht. Und Erfolg, viele meinen lernen Seminare, noch hier ein Seminar und da ein Seminar, ne, dann werde ich besser, ne, dann verdiene ich mehr Geld. Nein, das stimmt definitiv nicht, weil der erste Schlüssel zum Erfolg, da führt kein Weg dran vorbei, ist dein Aussehen. Und dein Aussehen ist deine Visitenkarte für dein Business, für dein Gegenüber und vor allen Dingen natürlich für dich selber. Es stärkt dein Selbstwertgefühl, es stärkt auch dein Selbstvertrauen. Und du hast eigentlich immer die Sicherheit, dass du genau für den Termin, wo du jetzt hingehst, perfekt angezogen bist. Du musst dir keine Sorgen zu machen, sitzt meine Jacke nicht, ist zu groß. Ne? Unabhängig davon, dass vielleicht mal einen Fleck hat, dann sollte man immer noch was im Auto haben, wenn man länger unterwegs ist. Ne? Aber ansonsten weiß ich ganz genau, die Rocklänge stimmt, mein Schuh stimmt, mein Jackett stimmt, meine Handtasche stimmt. Und ich brauche mir nie Sorgen und Gedanken machen, dass ich vielleicht doch das Falsche zum falschen Zeitpunkt anhabe. Dafür bekommt jede Kundin einen vernünftigen Farbenpass, lernt, wie sie damit umzugehen hat und wie sie damit einkauft. Und das Easyste, was sie machen könnte, ist einfach eine Farbe Schuhberatung. Und deswegen gibt es seit geraumer Zeit das Portal der schönen Heldin. Es muss heute nicht mehr jeder zu mir kommen, weil die Reise zu mir auch weit ist und die Termine natürlich auch, es auch nicht so viele Termine gibt. Na, könnt ihr heute das alles online machen auf der schönen Heldin. Ihr könnt als erstes euch Farbberaten. Dann bekommt ihr eine Charakteranalyse, denn der Charakter muss ja auch zu meinen Farben passen. Wenn ich jetzt eine leise, introvertierte Frau bin und habe ein ganz lautes Kleid an, was viel zu viel ist an der Farbe für mich, so, dann passt das natürlich auch nicht. Also ist es wichtig, dass die Charaktere, der introvertierte Typ, der extrovertierte Typ, der Typ, der halt eben gerne auch Verkäufer ist, der sieht natürlich anders aus, als der Typ, der lieber untergeordnet in einer anderen Position ist, wo er sagt, ich bin halt eben nicht der Führer, sondern ich bin halt eben der Folger. Ich möchte halt eben ganz dezent durch die Welt gehen, was er natürlich auch kann. So, und von daher gibt es eben von den vier Jahreszeiten halt eben auch die vier verschiedenen Charaktere. Die bekommen wir natürlich auch von mir bei der schönen Heldin. Ich werte grundsätzlich jede Farbberatung werte ich selbst aus. Dann schicke ich euch das wieder zu, was ihr alles ausgefüllt habt. Und ihr nehmt Kontakt mit mir auf, beziehungsweise ich mit euch. Na, wir nehmen das dann per WhatsApp, schickt ihr mir Fotos. Und dann lerne ich euch per Telefon kennen, sodass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ihr mir jetzt wirklich Geld ausgeht, dass ihr halt eben auch das richtig macht. Und dann macht ihr danach eure Stilberatung. Der Prozess, der kann ruhig ein paar Wochen dauern. Dann räumt ihr so allmählich euren Schrank oder die Farben, die nicht so besonders gut sind. Ihr könnt jederzeit sagen, Mensch, ich bin hier im Laden, ich habe so ein schönes Teil gefunden, passt das zu mir, dann gebe ich euch Antwort, wenn ihr mir vorher Bescheid sagt. Und es ist einfach ein ganz tolles Rundum-Paket für euch, obwohl ihr dafür nicht unbedingt nach Bad Neuenahr kommen müsst. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß und ein bisschen Wühlen auf meiner Seite und switcht einfach mal rum, was es da alles so gibt. Gerne könnt ihr euch natürlich auch in meine Newsletter eintragen. Da gibt es immer so eine kleine digitale Dosis an Content, an Wissen, an was ziehe ich zu welchem Termin zum Beispiel an, wie sollte mein Kostüm aussehen, ne, was ziehe ich zu dem Termin oder zu jedem Termin an. Ne, und da kriegt ihr ganz viele Tipps. Also wenn ihr noch ein bisschen skeptisch seid, was ich durchaus verstehen kann, denn keine Menschenseele war bei Farb und Schuhe hatte, skeptischer als ich, das könnt ihr mir ruhig glauben. Dann meldet euch doch einfach zu Newslettern an. Ich schaue einfach mein Portal ein bisschen hin und her. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr jetzt nach Bad Neuenahr kommt oder wenn ich euch dort einkleiden kann für einen Termin. Das könnt ihr alles heute über die schöne Heldin buchen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, eure Dora.